Ich bin der Vater von der Tjanze, wie der Berliner sagen würde. Der Patriarch, der diesen Laden hier geleitet hat, wohl ein Leben lang. Vor 10 Jahren war er Witwer geworden. Und das ist auch in dem ganzen Buch ein zunehmendes Problem, dass er halt eben von Station zu Station größere Probleme bekommt mit seinem Herzen. Aber er ist einer, der schiebt das so weg und so einer, der sagt, mir fehlt nichts, ich habe nichts, ich brauche keinen Arzt, ich war nie krank und so. Aber es stellt sich dann doch heraus, dass er gehandicapt ist und er hat dann einen Herzinfarkt. Und bei diesem Herzinfarkt fällt er ins Koma und hat eine sogenannte Nahtoderfahrung. Grundsätzlich bin ich ein aufgeklärter Mensch, der erst dann zu Glauben und Vermutungen Zuflucht sucht, wenn es wirklich definitiv mit Logik oder mit physikalischen Gesetzen oder eben nichts zu erklären ist, egal welches Phänomen auch immer. Aber erstmal glaube ich, mit beiden Beinen auf dem Boden zu sein und erstmal alle rationalen Möglichkeiten auszuschöpfen, bevor ich an was Irrationales glaube. Seltsamerweise hatte ich diese Erfahrung nicht selbst gemacht. Nein, aber ich habe einen guten Bekannten, dem das passiert ist. Und der hat mir das nach einem, der hat das im Urlaub erlebt. Er wäre beim Baden in Italien, beziehungsweise in dem Tessin in der Schweiz, in der italienischen Schweiz, beinahe ertrunken. Er hat mir das so beschrieben, dass er das alles gesehen hat von außen. Er hat sich da liegen sehen und hat die Frau und die Kinder in ihrer Verzweiflung gesehen, den Arzt, wie er sich bemüht hat. Und er hat gesagt, das Ganze war für ihn überhaupt nicht dramatisch bis zu dem Zeitpunkt, weil in dem Wasser hat er aufgegeben, auch ohne zu kämpfen, weil er gemerkt hat, das ist aussichtslos. Und dann hat er gesagt, es war ein solches Wohlgefühl. Er war so, der Entschluss, da wieder zurückzugehen in den Körper, der war ganz schrecklich, hat er gesagt. Das war, wenn die nicht so gerufen hätten, wenn seine Frau nicht so verzweifelt seinen Namen gerufen hätte und der kleine Sohn, Papa, Papa, hat gesagt, nur weil die so gerufen haben, ist er wieder zurückgegangen. Ich glaube, dem ist es ein bisschen so gegangen wie der Figur, die ich da spiele, dem Vater, dem Hans Berger, der auch diese Erfahrung aus völlig, sage ich mal, heiterem Himmel macht, der noch nie was davon gehört hat, glaube ich, dass es das gibt. Über die Nahtoderfahrung redet er nur mit dem Arzt. Und der Arzt, dem teilt er sich sehr vorsichtig mit. Und der Arzt ist sehr geschickt. Er forciert ihn nicht, aber er bringt ihn zum Reden. Er bringt ihn dazu, dieses Geständnis zu machen. Das ist für ihn, für den Vater, ist es eine Art Geständnis, was er da gesehen und was er da erlebt hat. Er hat nicht die Möglichkeit zu sagen, hey du, das war jetzt aber seltsam, ich habe mich da liegen gesehen und so. Das war für ihn schon so ein einschneidendes Erlebnis, dass er offensichtlich sich der Dimension dieser
dieses Erlebens bewusst war. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerne zur Kenntnis genommen habe und wo ich auch meine Skepsis abgelegt habe, weil ich so viele Berichte darüber gelesen habe, dass es Menschen, die dieses Erlebnis haben, dass es tatsächlich einen Einfluss hat auf ihr weiteres Leben. Dass sie gelassener werden, dass sie aufmerksamer werden, dass sie bewusster leben. Und der Hans, den ich da spiele, der Vater, macht sich auch Gedanken, die er sich vorher nicht gemacht hat. Die Tatsache, dass wir uns damit beschäftigt haben im Vorfeld mit dem Götz Spielmann, sozusagen die Biografien zu erfinden, zu bereichern, das ist in jedem Fall, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und man redet über Luxus, ja, das ist tatsächlich, sind tatsächlich luxuriöse Bedingungen, aber sie sind so luxuriös, sie sind so normal, sind sie eigentlich auch, ja. Es ist eigentlich unvorstellbar, was Vernünftiges auf die Bühne oder vor die Kamera zu bringen, wenn man nicht Bescheid weiß, warum man den ersten Satz überhaupt sagt, ja, woher man kommt, das, aus welchem Boden wächst die Auseinandersetzung, von welcher Position aus wird sie geführt und was führt zu dieser Position, welches Leben, welche Erfahrungen, das ist schon, das haben wir gemacht. Wenn man dann am Set ist, hat man schon mehrere Möglichkeiten und zwar nicht mehrere Möglichkeiten aus dem Nirvana von irgendwoher, sondern mehrere Möglichkeiten eines Charakters, den man schon ein bisschen kennt. Macht er jetzt das oder macht er das? Aber es ist schon klar, wer das macht. Und es ist nicht mehr beliebig. Das Schlimmste ist ja die Beliebigkeit. Man soll schon die Möglichkeit haben, sozusagen noch vor der Kamera zu wählen und sich zu entscheiden. Und Detail, das ist sehr wichtig, weil das nur so gibt es die wirklich interessanten, lebendigen Momente. Die Kamera will nur den wirklich gelebten Moment. Und das ist schon allerhand, was sie. Ich meine, die Kamera ist ja ganz anständig. Die macht ja, was gelogen ist gelogen und was nicht gelogen ist, ist wahr. Und das sieht sie. Besser als ein Mensch, der gegenüber sitzt, weil er ist ganz objektiv. Das heißt ja auch objektiv, das davon. Und deshalb ist es jedenfalls sehr gut, wenn man sich laufen lassen, wenn man sich gehen lassen kann. Aber man muss ja natürlich wissen, es gibt ja trotzdem Dinge zu erfüllen. Zum Beispiel, was man sagt. Ich denke, so haben wir das alle gemacht. Und das ist vielleicht doch das Erwähnenswerte, dass erst einmal gruppendynamisch eine sehr schöne Erfahrung ist. Und wenn das sozusagen zu wahrhaftigen Punkten hinführt, in dem Miteinander des Spiels dann auch, dann ist das auch, glaube ich, die Wurzel für eine gute gemeinsame Zeit beim Drehen. Weil Wahrhaftigkeit ist immer sozusagen in Verbindung mit der Mitte und dort sitzt auch die Liebe, die Empathie und deswegen sind Schauspieler miteinander oft auch sehr gut und glücklich miteinander. Wenn es funktioniert, erlebt man wirklich viel und Schönes. Dann sind wir auch ganz schnell bei der Kunst, weil ich bin der Meinung, dass die Kunst die einzige Ausdrucksform oder die höchste Ausdrucksform unseres Daseins als menschliche Spezies ist. Die Kunst,
die allein die Fähigkeit hat, einen Menschen über sich hinaus zu heben. Das, denke ich, ist doch auch sozusagen ein unausgesprochenes Thema dieses Films. Was erwartet uns nach dem Ableben? Gibt es da was? Oder was könnte uns sozusagen aus dem Diesseits mit diesem Jenseits verbinden? Gibt es noch irgendwelche Tentakeln seelischer oder spiritueller Art, die uns dahin tasten lassen? Ich würde mir da wünschen, dass ja, dass öfter so gearbeitet wird. Und dass diese gute Zeit, die wir hier hatten, sich, wenn es leicht geht, auch spiegelt in einem guten Film. Auch wenn es nicht leicht geht, das wäre mir jedenfalls recht. Das wäre natürlich uns allen recht, ne? Aber ich habe heute zum Götz gesagt, für mich ist der Film schon erfolgreich. Weil ich hatte so eine gute Zeit. Die Arbeit war, nachdem ich jetzt nur noch zwei Szenen habe, kann ich in Vergangenheitsform reden. Die Arbeit war wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr bereichernd, muss ich sagen. Sind ein paar Leute da zusammengekommen, mit denen man auch sehr, sehr schöne Gespräche haben konnte. Und je älter man wird, desto wichtiger werden solche Dinge. Gut.